Schritt, ja, braucht ein bisschen mehr Zeit, also ich denke. So. So sei es. Einfach beide nebeneinander. Ich glaube nämlich, vielleicht pennt er nach zwei Bier ein. Ich habe das mit dem Bier nie ausprobiert. Ja, zwei Bier für dich. Wenn komm schon, trink sie. Oh, Bier! Yeah! Und noch eins. Dann kippt er wahrscheinlich voll ins Um. Nö. Aber er läuft noch langsamer und noch betrunkener. Gott, wie er einfach läuft. Wie er Schlangenlinie läuft. Was? Verdammt, jetzt habe ich das weggeklickt. Macht mich hungrig. Okay, Moment. Ich stelle ihm jetzt vier Bier hin. Eins. Ich will wissen, was passiert. Ah, ausgezeichnet. Zwei. Drei. Ah, stell's hin. Und noch eins. Gottes Gaben sind nicht sicher unerschöpflich. Ja, mein Kind. Ja, er hat kein Bier mehr, deshalb sagt er das. Ist da alles jemand? Klar. Jetzt wird's witzig. Hoffe ich. Ist es Zeit zu speisen? Der kippt doch voll ins Um. Bier! Okay, es bringt einfach nichts. Ich will wissen, ob er noch was sagt. Komm schon. Sag was. Du dämlicher Sperrträger. Okay, gut. Es reicht aber mit den Bierversuchen. Das wird so nix. Die werden irgendwie nicht müde. Ich versuche jetzt einfach, ihn auszunocken. Und zwar so. Und dann können meine Männer sich hier bereit machen, den Kerl platt zu machen. Die Bogenschützen. Bin schon auf dem Sprung. Was nun? Oh, jawohl. Ja, doch. Sie sehen ihn nicht. Das ist gut. Und die Patrouille ist immer noch unterwegs. Ah, jetzt sieht man uns. Wenn es Gottes Wille ist. Das ist jetzt blöd, weil jetzt werden sie Little John sehen und dann werden sie trotzdem herrennen. Mach ich. Shit. Nun ja, es ist nie zu spät. Ihr kriegt mich nicht. Robin, wenn es Gottes Wille ist, sicher. Wenn es Gottes Wille ist, sicher. Okay, ich teste jetzt. Ich versuche jetzt, die alle mit Will Scarlet fertig zu machen. Wo rennt der denn hin? Er rennt ins Haus. Komm und teste meinen Morgenstern. Aber gern. Aber gern. Gute Nacht. So, jetzt bring die da weg. Little John, schnell. Oh, die kommen. Oh mein Gott. Oh Gott, renn, Bruder Tuck. Fesse ihn. Ich hoffe, er liegt außerhalb der Sichtweite. Von den Idioten. Ist es Zeit? Oh Gott. Sie schauen nicht hin. Sie schauen nicht hin. Oh mein Gott, was für ein Glück. Er liegt da einfach auf der Straße rum. Puh. Okay. Gut. Noch ein so ein dummer Bogenschütze übrig, der sitzt da jetzt alleine rum. Und irgendwie müssen wir uns noch um die kümmern, aber da habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Bange davor. Wobei ich ja eigentlich dauernd Bange haben muss. Ey. Gut, wir rennen jetzt einfach dorthin. Erledigt. Dort verstecken wir uns jetzt erstmal. Und dann sehen wir weiter, wie wir das anstellen. Wenn das nicht Robin ist, wie geht's weiter? Ich bin erschöpft. Ja, das merkt man. Schon auf dem Sprung. So, was geht mit dir? Was seid ihr für welche? Okay. Wollte nur gucken. Werde ich gebraucht? Jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen wegen denen hier. Aber ich könnte eigentlich versuchen, ein Schild. Ich liebe das! Schütze dich selbst und. Zwar vor denen. Nicht vom. Nicht vor der Luft. Schütze dich vor denen. Ach, fuck. Schütze dich vor denen. So. Ja, mein Kind. Ja, mein hier bin ich. Kind. Jawohl! So. Werde ich du wirst jetzt hier ganz vorsichtig vorwärts laufen. Dann schießen die beide alle auf dich. Ich sehe dich. Keine Bewegung. Oh oh. Oh oh. Das war's. Du musst hier weg. Ah, fuck. Hilfe. Oh, lauf weg. Lauf weg. Oh mein Gott. Es wird mir eine Ehre sein. Und die anderen befinden sich im Haus.
Auf zu neuen Tagen. Du wirst schon sehen. Autsch. Aua. Bogenschütze, in Deckung. Au. Bleib auf der Stelle stehen. Kacke. Okay, das war jetzt auch keine so gute Idee. Soll ich mir vorknöpfen? Wie mache ich das denn jetzt? Oh shit, da kommen schon wieder die anderen Penner. Ich sehe dich. Wenn er durchrennt, kann er vielleicht die ganzen Bogen. Wem soll ich mir vorknöpfen? Du blöder Bogenschütze! Bist du mein Morgenstern? Gut, er ist im Haus. Das war jetzt zwar auch nicht so klug, aber. Komm und teste meinen Morgenstern! Jawohl, zwei weniger. Einer ist noch da drin. Es wird mir eine Ehre sein. Der kriegt jetzt Kloppe. Jetzt ist er rausgekommen. Komm und teste meinen Morgenstern. So, erledigt. Jetzt rennen die anderen auch bitte alle hier hin. Oh! Gutes Timing, wirklich. Die Patrouille habe ich völlig vergessen. So, das sollte schon reichen, wenn sie gehen. Aber ich denke, sie sollten rennen. Für Robin. Ja, niemand hat sie entdeckt, das ist gut. So, und du fesselst jetzt erstmal. Und wir sind die Bogenschützen an der Brücke los und wir sind die drei Bogenschützen hier auch los. Und niemand hat irgendwas gemerkt. Das ist doch genial. Werde ich gebraucht? So, und jetzt lesen wir erstmal diese Nachricht hier. Der Rest sammelt sich. Will, du liest. Oh, ich kann nicht mehr. Moment. Dem Bettler zufolge wird dieser Gang von den Soldaten der Festung benutzt, um die Taverne der drei Kronen aufzusuchen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er mitten ins Herz der Burg führt. Oh yeah, wir sehen. Und nun? Nur noch Pixel. Aha. Gut. Bis dann. Wenn wir jetzt hier reingehen, können wir hier und hier rauskommen. Und wieso eigentlich sollten wir da hin? Wegen dem... Ach du Scheiße, irgendjemand hat uns gesehen. Was? Nee, geht schon. Wieso sollten wir da hin? Ja, wegen dieser Flagge. Wir könnten aber auch am Efeu hochklettern. Was aber nicht so einfach ist. Ich glaube, ich habe die irgendwie damals immer aufgeteilt. Auf in die Schlacht! So dass Robin hier hochgeklettert ist und hier alles aufgeräumt hat und währenddessen hat Will Scarlet hier im Hof alles aufgeräumt. Zusammen mit Bruder Tuck und ich liebe das. Little John. Gebt euch zu erkennen. Na komm noch her. Wie geht's weiter? Komm, teste meinen Morgenstern. Nächster. Eins und zwei und drei und klopp und klopp und tschüss. Aber ja doch. So, fesselt, schnell. Bevor uns hier irgendeiner sieht. Oh oh. Ja. Bring den da weg, ey. Der liegt mir da irgendwie nicht so geheuer. Gut. Jetzt machst du schnell den hier platt. Nein, nicht du. Wen soll ich mir vorknöpfen? Den da. Oh, und hier ist das Zugbrückending, mit dem man die Zugbrücke hier aufmacht. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben. Ha, das war einfach. Der liegt da eigentlich ganz gut. Wir laufen jetzt weiter und schnappen uns noch den Hellebardier. Nein, du musst schon oben bleiben. Dir geht's auch rein. Es wird mir eine Ehre sein. Aha. Ah, ich weiß, was wir... Ich weiß, was wir hier machen müssen. Oder eher, ich weiß, wer da steht. Da drin befindet sich ein Ritter. Und da Little John der Einzige ist, der so starke Gegner mit dem Faustschlag ausnocken kann, macht er das jetzt auch. Hallo Ritter. Aber ich träum süß. Er kann ihn echt ausnocken, das finde ich genial. Sicher. Gut. Ist es Zeit zu speisen? Offensichtlich hat uns niemand gesehen und wird auch niemand den Ritter sehen. Das ist für Robin. Wobei, das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Die drehen alles sich hier. Klar. Okay. Aber ja doch. Robin kann den da mal ausnehmen. Ja. Und wir nehmen noch mehr Geld hier und knocken den ja auch gleich aus, wenn wir schon mal hier sind. Hallo? Aber fesseln ja und doch. Den letzten ist. Das ist der hier. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Und gute Nacht. So, das wäre wohl alles. Jetzt, bin mir nicht sicher, ob in diesen Türen vielleicht doch noch jemand drin ist, also vorsichtig mit Will rein. Scheint alles okay zu sein. Aber ja doch. Ah, ausgezeichnet. Und ich bin mir gerade nicht sicher, was passieren wird, wenn ich diese Flagge hisse. Ein Kinderspiel. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwie Probleme geben wird auch noch. Also, mach einfach mal. Will? Ja. Wann gibt es Speisen hier so? So, Prinz Johns Flagge ist weg und König Richards Flagge wird gehisst. Das sieht doch schon viel besser aus. Und jetzt geht's ab.
Der Banner Richards, wieder, wie auch immer, weht nun über die Burg von York. York? Ich dachte, wir sind in Leicester. Nee, York, wir sind York. Ups, okay. Der Alarm wurde geläutet. Es wäre jetzt besser, sich in Deckung zu begeben. Ja, ganz genau, das ist das Problem. Ich sollte vielleicht doch erst die Leichen wegbringen. Mir ist langweilig. Also zumindest halbwegs in Sicherheit bringen, dass die nicht gleich geweckt werden. Mein Morgenstern und ich warten auf eure Befehle. Vor allem Leichen. Die hier liegen... Ja, die werden wohl alle aufwachen. Verdammt, daran habe ich nicht gedacht. Aber ich bin jetzt auch zu faul, wirklich alle Leichen hier wegzuräumen. Obwohl, die drei Bogenschützen will ich halt schon loswerden. Ich sollte irgendwie mehr große Leute mitnehmen, die hier rumtragen können. Ich schau mal noch schnell da unten nach. Da können wir noch einen auslocken, der mir hier ein bisschen zu viel patrouilliert. Obwohl, wenn der überhaupt irgendwas macht. Ach du Scheiße, Robin, wieder hoch. Wieder hoch, wieder hoch. Oh Gott. Das muss wohl Little John machen. Und das hier, das kann er mal einsammeln. Schauen wir mal nach, was da hier für eine Info ist. Und hier ist auch nochmal irgendwas. Da müssen wir noch hin. Hep, hep und... Wenn ihr soweit seid? Ich bin gerne an diesem Ort. Man sieht fast die ganze Stadt. Und dort ist auch der Turm mit der Flagge. Man erkennt sogar den Hebel, mit dem die Fahne gehisst wird. Ja, das haben wir gerade eben schon gemacht. Aber... Hier bin ich. Ich Bande von Unfähigen. Das höre ich so gerne. Das hier müssen wir irgendwann aufschneiden. Aber das ist im Moment wirklich nicht nötig. Ah, ausgezeichnet. So, nein, Moment. Ich glaube, dass die irgendwie da reinlaufen, dann würden die den Ritter wecken. Dann wäre der völlig umsonst K.O. geschlagen. Und den anderen lassen wir lieber dann mal liegen. Den werde ich nämlich auch nicht schnell ausnocken, weil der mir noch ein bisschen Kohle geben kann. Nee, Little John kann da nicht runter, verdammt. Okay, dann lassen wir ihn halt stehen. Wenn ihr soweit seid. So, und den letzten, den Helibardier hier. Den bringen wir da auch noch rein. Und dann haben wir aufgeräumt. Hier bin ich. Obwohl, stopp. Ich sollte mit meinen Männern dahin. Werde ich gebraucht? Hier ist Little John. Der muss den hier wegbringen. Und dann muss er noch schnell die drei Bogenschützen hier wegschaffen. Der Rest kann da bleiben, wo er ist. Dann gibt es Speis und Trank. Die zwei hier stören ja nicht wirklich und der Rest ist fast weggeräumt. Der Penner da, der wird mich hier nicht mehr ärgern. Da muss ich nämlich nicht mehr hin. Und die liegen auch ganz geschickt, stören uns nicht, brauchen wir auch nicht mehr. Ja, die Leute, die hier überall noch rumliegen, sind uns relativ egal. Die können ruhig geweckt werden. Nur diese dämlichen, Bogenschützen, die stören mich. Ja, für hier rein. Robin. So, die Bogenschützen räume ich jetzt auch noch weg. Weil wenn die aufgeweckt werden, dann mache ich mir echt Sorgen, weil Bogenschützen sind echt nervtötend. Bei auf schwierig. Habt ihr ja schon mitgekriegt. So, dich noch. Mach ich. Und den hier noch. Für Robin. So, und jetzt rennst du auch dorthin und währenddessen macht US Scarlet hier das Ding hoch. Und die anderen sind schon versteckt. So. Gut. Ja, danke Little John, dass du das auch nochmal betonst. Gleichzeitig. So. Bla 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 und jetzt geht's zur Sache. Was ist das? Was ist das? Alarm! Alarm! Hey! Feinde! Sawyer! Was gibt es, Soldat? Sawyer! Ich muss auf jeden Fall noch an das rote Botschaftteil kommen, vom Bettler. Oh Gott, hier geht's jetzt zur Sache und jetzt rennt er gleich da rein. Schnell, wir brauchen Verstärkung! Yay, Lady Marion freut sich. Und der komische Gisborne ist völlig am Arsch. Oh, Prinz John und alle rennen auch weg, deshalb. Ui. Sind aber doch noch etwas viele da, können die bitte auch abhauen? Na, die verteilen sich jetzt, oder was? Dann wird es ja nicht gerade einfach, vor aus der Stadt zu fliehen. Ach du Kacke, ey, echt. Hä, was jetzt? Was jetzt los? Was ist mit der Musik kaputt? Wo rennen die denn alle hin? Oh, die haben meine Leiche entdeckt. Egal. Ich bande von... Ich glaube, die verteilen sich jetzt irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte auf jeden Fall jetzt hier verschwinden. Und deshalb sollte ich das Ding hier aufreißen. Auf dem Sprung. Das ist dein Job, Will. Oder gibt's noch eine andere Möglichkeit, da ranzukommen? Für Leute, die springen können? Nee.